Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aborion ist die Nummer 32. Wir sind hier wieder an einer Station. Da weiß ich gar nicht mehr, dass ich hier gelandet bin, aber wir hatten auch viel auf der Karte gemacht. Meiner 1 habe ich, glaube, da hochgeschickt. Der ist da auch angekommen. Hier wussten wir, glaube ich, nicht, was da war, weil der Punkt noch nicht entdeckt war. Da haben wir einen Ölbohrturm, Bleimine, Aluminium, Edelmetall, Ressourcendepot und Edelmetallmine. Der Thomas Stehler hatte gerufen, ich sollte mal in so einen Miner einsteigen, was abbauen und gucken, wie groß der Raum sein muss, den ich da brauche. So, hier unten ist dann, warte mal, der ist durch. Der, den habe ich, glaube, letztes Mal aus Versehen irgendwie angeklickt und habe die Liste, glaube, kaputt gemacht, die da drauf war, meine ich. Jetzt gucken wir mal, was da so los ist. Nix. Reiter 1 ist da. Der ist ganz viel durch die Gegend gesprungen. Weiß ich aber auch nicht, ob ich den nicht kaputt gemacht habe. Da müsste eigentlich eine Schlange, sag ich schon, eine Ablaufkette sein, die auch gerade noch funktioniert. Das ist also richtig. Und Discover hat wahrscheinlich den letzten Sprungort hier erreicht. Dein Schiff ist ein Sektor, wir finden keine Asteroiden mehr. 469, 105, der... Koordinaten... ja, leider ist es jetzt gerade weg. Kann ich jetzt nicht anklicken. Super, hat gut geklappt. War das jetzt die Lady? Ne, ich glaube, die war das nicht. Kann mich aber auch vertun. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Jetzt gibt es bestimmt irgendwo eine Ereignisliste, die ich jetzt gerade wieder nicht weiß, wo die zu finden ist, ne? So. Die Lady ist als einziges unterwegs, der Rest ist inaktiv, na super. Enzyklopädie, hier war das nicht. Irgendwo kann man bestimmt auch die Liste angucken, ne? Nichts zu raffinieren. Ja, leider kommt die jetzt nicht. Das kann ja nur die Lady dann sein, die dann nichts mehr findet. Map. Ja, die springt ja auch irgendwo hin und her noch. Und hier ist ja der Punkt, wo sie hingesprungen wäre, ne? Aber da ist jetzt erstmal, hier haben wir das jetzt kaputt gemacht, auf Deutsch gesagt. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob es hier was zu abbauen gibt. Da ist nichts mehr. So. Da sind 932 Asteroiden. Ja, super. Ich möchte gerne, dass die Lady da hinspringt. Ach, wir sind auch da erst. Okay, alles klar. Und dann dahin, bitte. Jetzt hat's geklappt. Ach so, wir waren da. Hätten wir hier noch gucken müssen, ob die 500 doch noch da sind. Aber jetzt können wir das doch noch machen. Ist da noch was? Nö, da ist nichts mehr. Also... da bitte hin. So, da haben wir den Reiter 1. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Ich habe dieses Schiff ausgewählt. Jetzt habe ich es richtig ausgewählt, ne? Alles klar. Dahin, dahin, dorthin, dorthin, dorthin. Über den Dingens kommen wir nicht. Aber das reicht auch erstmal. Der Discover steht hier oben und tut nichts. Dahin, dahin, dorthin. Dann mal dorthin und zwischenlanden und dahin. Da kommen wir nicht ganz hin. Okay, dann mach so, mach so, mach so. Da unten die drei nehmen wir jetzt nicht. Die Lady springt noch durch ein Tor. Da
hat das erledigt. Ist jetzt hier. Soll da jetzt abbauen. Und da gibt's auch nichts mehr. Hab ich die nicht da hingeschickt gerade? Naja, dann fliegt doch mal. Ja, wenn es dann klappen würde. Also das kann ja jetzt nicht sein, dass das nicht klappt hier mit dem Springen, ey. Bin ich denn doof? Die Lady ist jetzt da. Und soll dahin springen. Und das geht nicht. Jetzt geht's. Hier ist noch ein Miner. Der Miner 3 ist da auch noch. Spring du mal dahin und dahin. Dann kannst du auch noch da mal gerade vorbeischauen. Obwohl, da waren wir schon. Aber ist egal. Das war jetzt der Miner 1, ne? Ne, Miner 3 ist das. Wo ist jetzt der Miner 1? Der ist da. So, kann der da was abbauen? Kann er wohl. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal in dieses Schiff. In Schiff in Sektor wechseln. Da. Wechseln. So, jetzt gucken wir da mal rein, dass wir da Asteroiden abbauen und gucken, wie viel wir reinkriegen. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht gerade den Laderaum voll haben. So. Da sind wir. Und der ist schon mal leer, das ist schon mal gut. So, und jetzt müssen wir was finden zum Abbauen. Da ist schon mal was. Warte mal, unten hier, der ist doch voll. Oh. Okay, das lassen wir besser andere machen, ne? dem fehlt ja noch da oben alles, oder wie sehe ich das? Ja, das bedeutet erstmal zack, zu einer Station. Ich wollte gerade sagen, und jetzt ist hier bestimmt keiner, aber da ist ja wenigstens eine Bergbaustation oder eine Mine. Wo ist hier ein Docking Point? Oh, da kann man ganz schön viel abbauen hier, ne? So, Crew anheuern. Wir brauchen, was brauchen wir denn? Ach, keine Quartiere, auch noch das. Okay, wir brauchen. Bergbautürme besetzen müssen wir und Dingens. Crew anheuern. Aktuelle Besatzung. Brauchen hier 4 von 3. Wie verstehe ich das? Also hier haben wir auf jeden Fall 3 Kapitäne. Randvoll, ne? Also wir haben 4 Mechaniker. Ein Ingenieur, der fehlt uns noch. Ein Ingenieur hat's immer schwer, oder wie war das? Und wir brauchen noch Bergmänner, aber. Die Moral auf deinem Schiff ist schlecht. Die Arbeitskraft ist beeinträchtigt. Die Mannschaft könnte einige Zeit sogar das Schiff verlassen. Nicht mehr anzeigen. Ja. 17, wir haben einen zu viel, aber wir haben hier noch ein Besatzungsmitglied. Super, oder? Wir haben da genug. Wenn wir hier einen abziehen, haben wir aber zu wenig. Okay. Hier haben wir 0,9 von 1. Das heißt, da muss einer zu. Und wir brauchen einen Ingenieur und wir brauchen einen Bergmann. So, das heißt, wir gucken nochmal in die Station.
Ingenieure gibt's. Und Bergmänner gibt's auch. Aber wahrscheinlich kann ich die nicht gleichzeitig anheuern, aber so geht's. Okay. So, die sind sofort eingesetzt worden. Jetzt. Der ist gleich abgehauen, oder was? Kann das sein? Weil keine Quartiere sind? Jetzt passt's aber. So, und jetzt muss ich aber erstmal ein Schiff bauen. Quartiere müssen her. So, schnell ein Quartier gebaut. Ne, das war es nicht. Frachtraum. Titanhöhle. Haben wir hier nicht ausgewählt. Ach doch, das ist ein Quartier. Ist das auch ein Quartier? Haben wir doch da. Ist ja gut gelaufen, ne? Machen wir so. Steuerung C. Steuerung V. Aber nicht so dick. Und Spiegelachse an. 8 Crewmember dabei. Jetzt sollten die zufrieden sein. Okay, dann hat das schon mal geklappt. So, die Moral ist schlecht, das wissen wir jetzt. Wo ist denn das Schiff jetzt? Ah, da. So. Das bedeutet, wir fliegen mal da vorne hin. Ah, da ist einer. Warte, was sind denn das hier für Laser drinne? Nee, doch mal richtig. Nur da oben hin. R, alles R. Gut. Und geht. Wunderbar. Bauen wir mal ab. Der ist jetzt alle. Oh, guck mal, da gibt es auch Titan. Ah, okay, da kommen wir jetzt nicht so hin. Na. Wieso zielt denn der auf den da jetzt? Ja, jetzt alles klar. Also die bauen schon ganz ordentlich ab, die vier, ne? So, der ist weg. Guck mal, da ist einer mit einem guten Inhalt. Also irgendwie passt mir das mit dem Schiff da unten noch nicht so. So, jetzt vielleicht besser. So, der ist auch schon alle. Lass mal gerade gucken hier. Elf und 10. Ist das viel? Ist das wenig? Gute Frage, ne? Naja. Müssen wir mal gucken, wie viel reingeht, oder? Irgendwann wird er ja voll sagen. Oder er sammelt nicht mehr auf, sagen wir so. Der Sonne große Reichweite. Sind die R-Laser so gut? Aber da geht's nicht, ne? Nee.
Er ist näher, der ist näher. Okay, der ist weg. Der geht auch. Ah, da schau her. Da ist jetzt kein Platz mehr. Das bedeutet, wir bauen mal noch größer, ne? Das waren jetzt nicht ganz viele Asteroiden, die er da abgebaut hat, also dann ist noch einiges nötig. So, aber das können wir hier machen, indem wir das Gitter nehmen. Wie viel haben wir? 47.000, okay. Minimieren, nicht maximieren, oh, das ist auch cool, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen hier doof, ne? Mit diesen ganz kleinen. Na, ich hätte mal hier so einen Spiegel anbauen können oder so, ne? Jetzt ist es zu spät. So. Und dann. Frachtraum haben wir hier nach unten, ne? Da ist er. Kopieren. Ach, das sind wieder zwei Dinger. Shit. Und den kann ich die jetzt mal markieren. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja. Steuerung C, Steuerung V. Sehr schön. Ach, wir haben die Spiegelachse doch an. Ja, da ist ja alles gut. Steuerung C, Steuerung V. Das ist ja super, dass wir die anhaben. Das ist ein Brecher, oder? So, jetzt haben wir die Kapazität verdoppelt, kann das sein? Ja, ist wohl verdoppelt worden. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen gucken, dass da oben noch was passiert, ne? Steuerung C, Steuerung V. So. Ist das nochmal Frachtraum hier? Könnte sein, ne, oder? Ja, dann machen wir den da unten auch nochmal hin und spiegeln das ganze Ding. Hm, geht das? Hm, wahrscheinlich nicht, weil wir da an der falschen Stelle was basteln, ne? Jetzt müsste ich mal gucken. Wie ich den da hinkriege. Wie war denn das noch hier? Hier gibt es doch so. Erhöhtes Frachtraum, Titanfrachtraum. Irgendwo gab es nicht. Ach, da unten steht die Anleitung. Modg anzeigen. Block umwandeln, Schiffblöcke angleichen, Steuerung, Form angleichen, skalieren, Kamera drehen, Block platzieren, F1 war Hotkey anzeigen, was hilft mir das? Also ich muss nur einmal drücken, dann bleibt's, ne? Haha. Mehrere Blöcke auswählen. Steuerung, mittlere Maustaste. Wenn ich das jetzt mal probiere.
So, wenn ich das so probiert habe, ne? Und gehe jetzt da hoch. Dann ist der da unten deselect. Alles klar, das bringt mir also nichts. Wie kann ich jetzt das da unten hier hinbauen, ne? Gar nicht wahrscheinlich. Steuerung C, Steuerung V, habe ich schon mal geschafft. Dann wieder den Frachtraum. Den würde ich ja jetzt gerne hier drauf bauen. Aber so zentral in der Mitte. Keiner hat einen Tipp wahrscheinlich, ne? Oder hat schon einen Tipp, aber kann den mir gerade nicht direkt mitteilen, ne? Blöcke umwandeln. Störung ist Form angleichen. Das macht er aber nur so. Dann macht er die Form angeglichen an dem, was da schon vorhanden ist. Er ist rotieren, okay. QWASD ist klar. Ja, das bringt mir aber nichts. Also ich hätte jetzt gerne den Stein so hingesetzt, wie er auf der anderen Seite ist. Funktioniert aber irgendwie nicht, ne? Das bedeutet, ich kann das nur so machen, indem ich mir wieder so ein Hilfsding da hinkriege, ne? So. Funktioniert nur so. Hahaha, ha, ha. Hat gut geklappt. Jetzt muss ich da hinten aber wieder hin. Und diesen Block, der da noch ist, kopieren. Und muss den da mittig draufsetzen. Und mal die Spiegelachse aus. Ja, komm, zack, einfach dahin und alles ist gut, oder? So, jetzt machen wir den Hilfsblock da weg. Jetzt hält er trotzdem noch. So, jetzt haben wir das. Und kopieren den mal. Und setzen den da drauf. Wie weit sitzt der da drauf? So weit sitzt der da drauf, okay. Passt. Okay, Steuerung C, Steuerung V. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich den gleichen behalten könnte, den ich da schon habe. So. Es fehlen wieder Mechaniker. Wir können noch nicht richtig rollen, das müssen wir auch noch korrigieren. Was ist das für ein Block? Korrekturdüsen. Gyrophalanx oder was brauchen wir? Gibt's den überhaupt? Das sind doch hier Bremser, ne, oder? Trägheitsdämpfer, ja. Und die schmeißen wir aber mal gerade hier dran, ne? Egal wie. Machen wir so, dann hält er auch besser an, ne? So, und jetzt brauchen wir noch den. Energie fehlt auch noch. Titangenerator. Mach den mal den gerade. Energie reicht erstmal. Und dann brauchen wir noch den Gyrus Phalanx oder wie er auch immer heißt. Und Rollen funktioniert, glaube ich. Ach, geht sogar Rollen. Jetzt ist nichts mehr so. Höchstgeschwindigkeit und sowas ist nicht so toll, ne? Aber pff. Die Ingenieure kommen, dann geht's auch noch besser. Und Mechaniker. Und okay, dann würde ich sagen, ist das erstmal erledigt.
Da sammeln wir gerade das erstmal alles auf, was wir hier schon abgebaut haben, oder? Ist cool, wie er da so jetzt unten oben das Triebwerk hat, ne? Haben wir alles? Da leuchtet noch was. Ah, 10 Eisenerz ist das gewesen, ne? So. Jetzt müssen wir noch eine Station finden. Da hinten ist er. Piraten greifen den Sektor an. Okay. Ist jetzt nicht so toll. Fliegen wir zu der Station dahin, obwohl diese näher ist, aber da sind die Piraten mir zu nah. Wir sehen so ein klassisches Bergbauschiff da. Gibt es gar keine Kanonen, die wir da drauf haben. Also können wir schon anhalten. So, und dann da. Und was brauchten wir nochmal? Ein Ingenieur, Mechaniker. Ja. Ein Bergmann? Nee, brauchen wir nicht. Das bedeutet... Kauft da mal gerade zwei von ein. Ich bin nicht angedockt. So. P, Personal. Bub passt. Bub passt. Quartiere passt auch noch. Alles ist gut. Ich glaube, so können wir das lassen. Der Miner. So, gehen wir auf die Karte. Also er kann jetzt hier Asteroiden abbauen. Und wo werden wir die los? Ressourcendepot. Gibt's hier auch. Wo ist denn das? Ne, Karte wollte ich nicht. Die wollte ich loswerden, ne? Da ist es. Ah. Gut, das bedeutet, wir können das Schiff eigentlich jetzt hier gerade arbeiten lassen, oder? Das bedeutet, das ist unser Miner 1. Unser Miner 1 baut... Ah, warte mal, wir müssen erstmal das Schiff verlassen, ne? Sonst wird das nix. So, jetzt sind wir raus. Das war der Miner 1. Der soll abbauen. Und danach soll er Erze raffinieren. Das macht er jetzt, hoffe ich. Und das Ganze als Schleife. So, weg ist er schon. Das bedeutet, er muss wohl arbeiten. Sieht ihn einer? Ach so, da ist er erst. Er sieht jetzt nicht klein aus, ne? Da geht's ab. Ja, macht ordentlich Dampf. Sorry. Den hat er ab. Gut. Karte. Meine 1.
Ja, sollte gut sein, ne, oder? Ich habe einen Rechtsklick gemacht, das ist mein Problem wahrscheinlich, oder? Shit. Asteroiden abbauen. Raffinerieren. Und Schleifer. Toll, wieder. Abbauen. Raffinerieren. Steife. Und jetzt bin ich los. Wo ist denn meine Eins? Da ist er. Er macht das noch. Wo ist die Lady? Die müssen wir auch noch was machen. Niemand macht mehr was, bis auf jetzt den meine Eins. Ja, gut, da wissen wir da Bescheid erstmal. Wir müssen auf jeden Fall größere Dingens haben. Ach, jetzt weiß ich noch nicht mal, wie viel Frachtraum der hat, ne? Na, ist ja wieder gut geklappt. Meine Eins. Kann ich jetzt irgendwo sehen, wie groß der ist? Feuerkraft ist nix. Eisenerz und Titan hat er geladen. Und Ruhe ist bezahlt. Auf der Karte zeigen. Okay. Ja, bringt mir nichts. Kann ich jetzt vergessen, ne? Okay. Müssen wir uns nächstes Mal Gedanken drum machen, wie groß der Raum jetzt war. Ich habe jetzt aber auch nicht Klasse festlegen, umbenennen. Hier ist noch was. Symbol setzen. Ja, jetzt wäre es noch cool zu wissen, eine Konstruktion zu diesem Schiff, okay. Jetzt wäre noch cool zu wissen, kann ich irgendwo tatsächlich Dingens haben, sag schon, Werte haben. 11,7, 73. Vielleicht ist er voll und entlädt jetzt, da sehen wir dann. 73, 84. Nee, er baut nur ab. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir dann gucken. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.